Guten Tag, liebe Studierende. Ich begrüße Sie ganz herzlich zur zweiten Lerneinheit der Veranstaltung Fiktive Erfahrungsräume zur Kompetenzvermittlung von BNE. Wir werden uns in dieser zweiten Lerneinheit mit dem Bilderbuchklassiker Der Lorax auseinandersetzen und der gleichnamigen Verfilmung von 2012. Die Lerneinheit untergliedert sich folgendermaßen. In der ersten Episode werde ich Ihnen die beiden Werke vorstellen und einen Vergleich der Erzählebenen vornehmen. In der zweiten Episode betrachten wir uns beide Werke aus Perspektive der Kulturökologie, Zukunftsforschung und Nachhaltigkeitsbildung. Die Lernziele dieser ersten Episode sind folgende. Das erste Lernziel ist, dass Sie die Entstehungshintergründe von Buch und Film kennenlernen und dass Sie auch das Verhältnis von Text und Kontext reflektieren lernen. Das zweite Lernziel ist, dass Sie in der Lage sind, die Besonderheiten der Erzählungen auf Handlungs- und Darstellungsebene zu benennen. Und das dritte Lernziel, dass Sie über die nötigen Grundlagen verfügen, um die Veränderungen und Umdeutungen im Rahmen des zeitversetzten Medienwechsels diskutieren zu können. Dementsprechend gliedert sich die Episode auch wie folgt in einen ersten Punkt Kontextualisierung, das heißt, ich gebe Ihnen einen Kurzüberblick über Entstehungshintergründe von Buch und Film. In zweitens erzähltheoretische Grundlagen, wo ich eben diesen Vergleich anstelle, der Besonderheiten auf Handlungs- und Darstellungsebene und einer motivbezogenen Fokussierung, wo wir versuchen zu schauen, wie sich dieses Motiv der Weltrettung verändert durch die Verfilmung. Ich baue das folgendermaßen auf. Sie sehen hier, ich habe untergliedert in Text und Paratext. Das hat die Bewandtnis, dass wir uns zuerst anschauen, was ist eigentlich um den Text herum, sprich Autor, aber auch wie wurde der Text aufgenommen, also sprich wie sind die Leser, wie treten die in Erscheinung und in welchem Kontext findet diese Rezeption auch statt. Und im nächsten Schritt gehen wir dann dazu über, uns Handlung und Darstellung genauer anzuschauen. Zunächst zum Bilderbuchmacher, der bekannt ist als Dr. Seuss. Er ist vor allem in den USA als Bilderbuchmacher bekannt. Die Übersetzung seiner Werke gestaltet sich gerade wegen seiner besonderen Sprache oftmals als schwierig. Beim Lorax ist es aber jetzt schon zum dritten Mal offensichtlich gelungen. Er lebte 1904 bis 1991 und sein Blick auf Kinder, auf Bücher ist auch ganz interessant. Er sagt nämlich, Kinder sehen schon die Moral aus der Ferne kommen und sie machen sich eigentlich eher über sie lustig. Er sagt auf der anderen Seite aber auch, jede Geschichte enthält eine Moral, sprich es geht eigentlich nur darum, die besonders gut zu verpacken. Und er selber hat auch sein Werk Der Lorax als eine Form von Propaganda bezeichnet. Um das Werk in seinem Schaffen einzubetten, ist es eher eins der späteren Werke, 1971 entstanden und gilt auch als eines der wenigen Seuss-Bücher, die sozialkritische Themen aufgreifen. Das bekannteste wird wohl der Grinch sein, der die Konsumgesellschaft kritisiert. Die Reaktionen auf das Buch Der Lorax spiegeln sich darin wider, dass das Buch 88 in die Lektüreliste für Zweitklässler aufgenommen wurde. 1989 hat dann die Holzindustrie versucht, den Gebrauch dieses Textes im Grundschulunterricht gesetzlich zu unterbinden. Als Gegendarstellung wurde dann The Truax veröffentlicht. Der sollte sozusagen die Holzindustrie in ein besseres Licht rücken, als es im Zusammenhang mit dem Lorax eben passiert ist. Da sieht man auch mal, wie so ein Werk polarisieren kann im konkreten Leben, wie sich da also auch konkrete Holzarbeiter, die Holzindustrie davon angegriffen gefühlt hat. Nichtsdestotrotz erfreut sich das Werk nach wie vor einer großen Beliebtheit. Man sieht es an Umfrageergebnissen. Hier zum Beispiel sehen Sie eine Top 100-Liste der Lieblingsbücher von Lehrern im Schulunterricht. Hier befindet sich der Lorax auf dem 14. Platz. In einer anderen Liste von Schulbibliotheken ist er auf dem 33. Platz gelandet. Ich habe Ihnen hier auch noch Werke angeführt, die Sie vielleicht noch kennen, die auch eben auf höheren Plätzen sind, die dann zeigen dieses Verhältnis von zum Beispiel die Raupe Nimmersatt oder Wo die wilden Kerle wohnen. Dass das Buch nach wie vor im Diskurs präsent ist, sieht man auch daran, dass sich verschiedene Forscher oder Wissenschaftler damit beschäftigen. Hannes Bergthaler hat eben aus kulturökologischer Perspektive eine Analyse vorgenommen 2007. Von Amnesty International wurde das Problem, dass die Braunfelliwulis und so haben, verglichen mit der indigenen Volksgruppe Dinkriakont. Und
Im Magazin Nature wurde 2011 auch nochmal das Buch analysiert im Hinblick auf die Frage, ist es geeignet für Kinder und wie wird Naturausbeutung überhaupt präsentiert. Im Zusammenhang mit der Verfilmung 2012 hat Dietmar Dath nochmal den Wert von Kunst hervorgehoben im Zusammenhang mit ökologischen Fragen. Ich möchte ihn hier schnell zitieren. Er sagt, das Klügste, was Dr. Suss in der Lorax vollbringt, ist jedoch der sinnliche Beweis der großen Wahrheit, dass noch der allerpragmatischste Kampf gegen das Falsche auf utopischen Brennstoff ausgedachtes, sprich Kunst, angewiesen ist. Wo das Falsche wirklich ist, muss man das unwirkliche Denken lernen, um das Richtige zu tun. Das ist im Grunde genau das, was auch das kulturökologische Erkenntnisinteresse antreibt, mit dem wir uns ja auch beschäftigen. Die Übersetzungen ins Deutsche sieht man eben auch, dass es im Verlauf der Zeit mehrere gab. Die aktuelle ist unsere Grundlage, nämlich die von Nadja Budde, die 2012 im Zusammenhang mit dem Kinofilm veröffentlicht worden ist. Auch Medienpräsentationen gab es schon vor der Verfilmung von 2012. Sie sehen hier eine Serie, ein Computerspiel oder auch eine Zusammenstellung von verschiedenen Suss-Geschichten in einem Film. Der Lorax ist auch nicht der erste Film, der veröffentlicht worden, also das ist nicht das erste Buch, das verfilmt worden ist von Dr. Suss, sondern auch hier sehen Sie nochmal, es gibt noch andere Bücher, die verfilmt worden sind. Der Grinch wiederum als das bekannteste, aber auch Horton Hears a Who, eine aktuelle Verfilmung von einem Lorax-Buch. Wenn wir uns jetzt mit der Verfilmung von der Lorax beschäftigen, dann treiben uns zunächst verschiedene Untersuchungsfragen an, nämlich wie wird der Konflikt des Buches auch im Film aufgenommen, wie wird die Geschichte auch im aktuellen Diskurs kommerzialisiert vielleicht, wie wirkt sich die mediale Darstellung auf die vermittelte Botschaft des Filmes aus und welche Bedeutungsverschiebung findet dadurch statt, dass eben jetzt 40 Jahre später dieses Buch nochmal in einem völlig anderen Kontext verfilmt wird. Wenn wir uns jetzt nach diesem Schema weiter fortbewegen, dann würden wir uns jetzt also die Handlungs- und Darstellungsebene im Vergleich anschauen. Ich hatte Ihnen ja in der ersten Episode schon Fragen der Handlungsanalyse vorgestellt. Ich wiederhole die jetzt in den nächsten paar Lerneinheiten noch und löse mich dann aber irgendwann davon, wenn ich davon ausgehe, dass es einigermaßen verinnerlicht worden ist. Mögliche Fragen der Handlungsanalyse können also sein, zunächst mal, worin besteht die Komplikation der Handlung? Was ist also Kernproblem der Handlung und wie wird diese Komplikation aufgelöst, welche Faktoren sind jeweils ausschlaggebend für Komplikation und Auflösung und wie steht das im Zusammenhang auch mit dieser Mission des Weltrettens, die wir ja sozusagen als Leitmotiv immer im Auge behalten. Die nächste Frage wäre, wie sind die Charaktere und die Beziehungen untereinander konzipiert und in welchen Rahmen von Raum und Zeit ist das Geschehen eingebettet? Wenn wir uns jetzt die Erzählung des Lorax anschauen, kann man feststellen, dass diese Grundstruktur der Erzählung von Rahmenhandlung und Binnenhandlung, die ich Ihnen hier auch nochmal visualisiert habe, in beiden Medien erhalten bleibt. Und die Frage ist jetzt nun also, wo finden da Veränderungen statt? Ich möchte den Medienvergleich auch aufbauen auf dieser Rahmenhandlung und Binnenhandlung. Und wir schauen uns zunächst in der Rahmenhandlung die Anfangsszene an. Was man hier sehen kann, ist auf diesem ersten Bild der Bilderbuchseite, dass es das Geheimnis des Entschwundenen ein Lorax ist, das diesen Protagonisten antreibt. Er möchte wissen, was ist der Lorax, wie kann ich den finden, was soll das überhaupt für einen Begriff oder was verbirgt sich hinter diesem Begriff. Es ist eingebettet in eine trostlose Landschaft, dieses Schild ragt also auch visuell heraus, ist farblich gleich mit diesem einzigen noch verbliebenen Vogel, steht mit dem also in Zusammenhang und der Protagonist möchte Antworten finden. Er merkt also, er stellt bei sich einen Wissensmangel fest und dieser Wissensmangel ist also die Grundkomplikation, die ihn antreibt. Wenn wir uns im Vergleich dazu den Film anschauen, dann kann man feststellen, dass im Film eine zusätzliche Ebene eingebaut wurde, nämlich insofern, als der Lorax von Anfang an als Erzähler auftritt. Er sagt, ich erzähle euch jetzt diese Geschichte, ich möchte es zitieren. Wir starten in Thneedville, einer künstlichen Stadt, in der Plastik die ganze Natur ersetzt hat. Die Leute dort mögen es so, sind ohne die Bäume zufrieden und froh. Jetzt fragt ihr, wie ist das geschehen? Musik ab, ihr werdet's gleich sehen. Die zentrale Frage, was ist überhaupt der Lorax, wird damit von Anfang an aus den Angeln gehoben. Es geht also gar nicht mehr darum, den Lorax zu finden, weil den sieht man ja als Erzähler, der führt einen als Erzähler durch die Geschichte, sondern es geht eher darum, wie hat sich diese Plastikstadt Thneedville entwickelt, was zeichnet diese Plastikstadt aus. Dementsprechend findet da eine Verlagerung des Geschehens statt. Und man kann ja auch sehen, in dem
Bild des Bilderbuchs, da ist die Stadt eingebettet in diese trostlose Landschaft. Da gibt es kein Entrinnen. Und Sneedville hingegen ist abgeschirmt gegen das, was außen drumherum ist, nämlich die verwüstete Natur, die beim Buch im Fokus steht. Aufschlussreich ist auch der Vergleich der Schlussszenen. Hier sehen Sie die Übergabe letztlich des Truffelersamts bzw. die Versöhnung von Lorax und Einzler im Film. Was hier ganz deutlich ist, dass im Buch die Handlung auch offen bleibt. Also der Trüffelersamen wird geworfen und es wird sozusagen dem Kind, aber auch dem Rezipienten, der sozusagen als Stellvertreter dieses Kindes fungiert, überlassen, die Welt besser zu machen. Und es wird nicht deutlich, wird die Welt besser, kann dieser Trüffelersamen letztlich die Welt retten. Im Film wird es harmonisch aufgelöst, nämlich dadurch, dass der Samen eingepflanzt wird, die Bäume wachsen und der Lorax wieder zurückkommt. Das heißt, diese Mission, die dem Rezipienten im Buch übertragen wird, fällt im Film komplett weg. Man kann also zusammenfassend sagen, bei der Komplikation haben wir im Buch ein mangelndes Wissen über den Lorax und seine Abwesenheit. Im Film ist die Komplikation Teds Verliebtheit. Also wir haben hier einen Protagonisten, der sich nicht auf den Weg macht, weil er wissen will, wer der Lorax ist, sondern der ein Mädchen beeindrucken will und sich aufgrund dessen auf den Weg macht und den Lorax sucht und von Anfang an aber auch weiß, er will von dem nur die Samen haben und nicht die Geschichte, wo der Lorax hin verschwunden ist. Die Auflösung bleibt im Buch also offen. Im Film ist es eine positive, märchenhafte Auflösung durch den finalen Kuss sozusagen von Protagonist Ted und seiner angebeteten Audrey. Der Raum ist eben im Buch eine trostlose Landschaft, die unausweichlich ist. Und im Film ist es die Plastikstadt Sneedville. Die Zeit ist unkonkret in beiden Fällen, das macht auch letztlich die Geschichte zeitlos. Allerdings wird der Film im Plastikzeitalter stückweise verortet. Bei den Figuren lässt sich feststellen, wir haben im Buch tatsächlich nur das namenlose Kind und den Einzler. Sprich, diese Konfrontation zwischen diesen beiden steht auch im Fokus der Geschichte. Im Film hingegen wird die Handlung erweitert durch weitere Figuren, nämlich das Mädchen Audrey, was sozusagen eine weibliche Identifikationsfigur dem Ted an die Seite stellt, aber auch durch die Bewohner von Sneedville und einen weiteren Bösewicht O'Hare. Das heißt, dieser Konflikt, der zwischen dem Protagonisten und dem Einzler im Buch inszeniert wird, wird verharmlost dadurch, dass eben der Hauptkonflikt zwischen Ted und O'Hare inszeniert wird. Die sind also als Gegenspieler dann im Fokus der Geschichte und das steigert natürlich dann auch die Spannung der Geschichte. Wenn wir uns anschauen, die Binnenhandlung, was ist da Komplikation, wie wird die aufgelöst? Man kann sehen, dass hier dieses Eindringen des Einzlers in die Natur im Buch ganz klar als Schädigung, als Komplikation inszeniert wird. Beim Film wird eine weitere Komplikation vorgeschaltet und das ist diese Familiensituation des Einzlers. Es wird von Anfang an deutlich, der Einzler ist einer, der in seiner Familie keine Anerkennung findet. Die Mutter sagt, wenn das jetzt hier nicht klappt mit deinen Needs, dann wundert mich das überhaupt nicht, weil du ja eh der Versager bist. Er bringt es später auch zur Sprache, der Einzler, indem er dann sagt, ja, das hat mich sehr unglücklich gemacht, dass ihr mich immer nicht ernst genommen und nicht wahrgenommen habt. Also sprich, das ist eigentlich sein Antrieb, dass er diese Möglichkeit findet, erfolgreich in der Welt zu sein. Die Auflösung der Komplikation im Buch ist negativ, dadurch, dass die Landschaft komplett verwüstet ist. Beim Film ist es so, dass es eine doppelte negative Auflösung ist, weil der Einzler nochmals von seiner Familie verlassen wird, nachdem er versagt hat, nachdem die Natur ausgebeutet ist. Er also nicht nur diese ausgebeutete Natur als negatives Ergebnis hat, sondern auch das erneute Verlassensein durch seine Familie. Die Zeit ist auch hier unkonkret in beiden Fällen. Im Film wird noch gesagt, lange her. Das ist das, was der Lorax sozusagen anfangs anführt. Das ist so ein bisschen Märchenstil. Es war einmal vor langer, langer Zeit. Die Landschaft verändert sich in beiden Versionen gleichermaßen und die Figuren sind wiederum erweitert. Wir haben im Buch
den Einzler und den Lorax als Gegenspieler. Und beim Film ist es eher so, dass der Einzler und der Lorax anfangs noch Freunde sind und dass diese Freundschaft dann erst, oder sie versuchen zumindest Freunde zu sein, dass diese Freundschaft dann erst durch das Eindringen der Familie zerstört wird und die Familie dann immer sagt, du musst dich jetzt um dein Geschäft kümmern und lass doch diesen alten Waldhüter da draußen, und der Einzler sich sozusagen dann nach seiner Familie richtet und den Lorax ausschließt und nicht mehr erhört sozusagen. Ja, wenn wir uns die Raumgestaltung ansehen, dann kann man sehen, dass es hier also sehr, sehr ähnliche Szenen gibt, wie zum Beispiel bei der Inszenierung der Trüffelertuffs. Die werden durch diese Filminszenierung, scheinen die dann fast greifbar zu werden. Das ist auch ein 3D-Film, also das heißt, die kommen einem dann zumindest im Kino direkt entgegen. Ein Unterschied ist trotzdem festzustellen in der Suche des Einzlers nach der perfekten Landschaft für seine Tuffs. Also beim Buch ist es so, erst die Landschaft inspiriert ihn sozusagen zu dieser Idee der Tuffs. Im Film ist es andersrum. Er fährt mit der Idee los, diese Tuffs zu machen, und durchquert verschiedene Landschaften. Das hat den Effekt, dass im Film sozusagen diese ideale Landschaft dargestellt wird als eine von vielen. Man kann also diese Ideallandschaft, wenn man die zerstört hat, auch wieder verlassen, weil es gibt noch andere Gegenden, die sind nicht so perfekt, aber in denen kann man auch leben, wenn man die anderen zerstört hat. Also da relativiert sich sozusagen dieses Bild der einzigartigen Landschaft so ein bisschen. Wenn wir dann als nächstes auf die Darstellungsebene schauen, da ist so die Frage, wer erzählt, aus welcher Perspektive wird überhaupt erzählt, welchen Eindruck bekommen wir da von der Mission Weltrettung oder Weltzerstörung auch, welche Besonderheiten der Zeitstruktur weist die Erzählung auf und wie wirkt sich das wiederum auf die Darstellung der Weltrettung aus, und welche Besonderheiten von Sprache, Stil und Semantik lassen sich feststellen. Wir können sehen, dass der Erzähler im Buch ein außenstehender Erzähler ist, der ein unbestimmtes Du anspricht. Dieses unbestimmte Du wird erst dadurch aufgelöst, dass wir im Film eben diesen Jungen haben, der aber Namen, Gesichts- und sprachlos bleibt. Auf der anderen Seite ist der Erzähler der Lorax, also im Film erzählt der Lorax. Und das verändert natürlich die Position des Erzählers. Der Erzähler bleibt im Buch also viel unbestimmter. Man ist da viel mehr im Unsicheren gehalten, wer da überhaupt zu einem spricht. Und man fühlt sich durch den Erzähler im Buch wesentlich deutlicher angesprochen durch dieses Du. Der Lorax spricht eine Masse an. Er sagt, ich erzähle es euch. Also eine Masse, in der der Rezipient auch verschwinden und sich seiner Verantwortung entziehen kann letzten Endes. Auch die Zeitgestaltung ist in dieser Hinsicht grundverschieden. Die Zeitgestaltung im Buch ist synchron, das heißt im Präsens gehalten. Wir verfolgen also das Geschehen Stück für Stück mit. Im Film wird eine Retrospektive eingenommen, das heißt, es wird rückblickend erzählt, und dementsprechend wird das Geschehen schon als abgeschlossen inszeniert. Wenn wir uns die Textsprache im Buch anschauen, dann besticht die auch in dieser hervorragenden Übersetzung von Nadja Budde durch Sprachspiele und Reime. Im Film hat man versucht, diese Reime zu erhalten in den Liedern eben, die dann so Musical-Elemente in den Film bringen, die dann je nach Geschmack manchmal auch eher als Zumutung erlebt werden. Wir haben in der Bildsprache Federstrich und Farben im Buch. Und beim Film eben die 3D-Grafik, die dann alles andere ein bisschen räumlicher ausgestaltet. Wir haben im Buch, das ist auch nochmal wichtig, verschiedene Leerstellen, die inszeniert werden. Die werden eigentlich im Film teilweise aufgehoben. Also gerade diese Leerstellen-Semantik, die das Buch so deutungsvielfältig macht, werden im Film teilweise relativiert. Wenn wir uns die Binnenhandlung anschauen, da ist es ähnlich gestaltet von der Erzählperspektive. Das heißt, er erzählt beides mal, der Einzler, und es wird im Buch rückblickend erzählt. Das heißt, es ist eine klare Abgrenzung auch von der Rahmenhandlung, wo eben gesagt wird, jetzt komm du Rezipient und rette mit mir die Welt, sondern hier wird auch da rückblickend erzählt. Im Film ist es natürlich so, dass der rückblickend erzählt wird, aber durch die szenische Darstellung ist einem dann auch synchron inszeniert zum Teil vorkommt. Bei der Figurendarstellung ist auffällig, dass der Einzler gesichtslos bleibt. Man sieht immer nur die Hände von ihm. Er ist also sozusagen ein Teil in der Produktionsmaschinerie. Das trifft auch zu auf seine Verwandten. Im Buch wird
der Einzler dann tatsächlich schon, er zeigt schon sein Gesicht und er nimmt auch Gestalt und Form an, auch die Verwandten und nehmen sehr opulente Formen zum Teil an, sehr dominante Formen. Da ist also auch ein grundlegender Unterschied zu sehen. Im Buch finden sich wiederum Abstraktionen und mehrfach Kodierungen. Im Film werden die eher reduziert, dadurch, dass eben die Deutung schon offen liegt und man auch nicht diese Zeit hat, diese Bildlandschaften sich in Ruhe anzuschauen, wie es eben beim Buch der Fall ist. Wenn wir uns jetzt abschließend versuchen anzuschauen, das Weltrettungsmotiv, wie wird das umgesetzt in Buch und Film, können wir feststellen, dass der Lorax im Buch als gescheiterter Weltretter auftritt und dementsprechend der namenlose Junge, der als Stellvertreter des Lesers eben fungieren soll, laut Bergthaler, der soll Weltretter werden. Das heißt, also man hat eine direkte Mission. Beim Film ist es so, dass der Lorax als gescheiterter Weltretter auftritt, aber Ted und Audrey als erfolgreiche Weltretter, sprich, die übernehmen die Funktion, die im Buch dem Rezipienten übertragen wird. Die Weltrettung liegt im Buch in der Zukunft, das hatte ich ja schon gesagt, auch durch diese Zeitgestaltung und durch das offene Ende. Und im Film ist es so, dass die Weltrettung in der Vergangenheit liegt, also nur noch reflektiert und resümiert wird. Was den Weltzerstörer angeht, so ist der Weltzerstörer im Buch eben ganz eindeutig der Einzler und der auch in der Vergangenheit. Er ist der alleinige Bösewicht, der früher eben alles zerstört hat. Im Film wird sozusagen ein bisschen aufgezeigt, dass es zwar eine Zerstörung in der Vergangenheit gibt, dass aber nach wie vor die Welt weiter zerstört wird, nämlich durch O'Hare. Er ist der neue Bösewicht, der inszeniert wird und in der Gegenwart eben inszeniert wird. Das heißt, die Weltrettung bleibt weiterhin eine konfliktgeladene Mission. Dadurch wird aber dieses Böse Sein des Einzlers natürlich aus der Vergangenheit so ein Stück weit relativiert. Man kann zusammenfassend also feststellen, dass das Bilderbuch der Lorax auf eine lange Rezeptionsgeschichte zurückblickt, die in der Verfilmung 2012 eine Fortsetzung findet. Wir können also die Verfilmung betrachten als eine weitere Interpretation dieser Geschichte. Die Grundstruktur von Rahmen- und Binnenhandlung wird beibehalten und macht in beiden Repräsentationsformen die Gegenwart als Produkt der Vergangenheit sichtbar. Und die Veränderungen, die im Rahmen des zeitversetzten Medienwechsels auf Handlungs- und Darstellungsebene umgesetzt werden, wirken sich letztlich auch auf die Botschaft der Geschichte aus. In der zweiten Episode soll es darauf aufbauend nun darum gehen, nochmal aus Perspektive der Kulturökologie, Zukunftsforschung und Nachhaltigkeitsbildung zu hinterfragen, inwiefern sich denn die Botschaft verändert, die Funktion verändert, die diskursive Funktion und wie sich das literaturdidaktisch umsetzen lässt. Ich habe Ihnen auch noch Aufgaben für das Selbststudium auf die Folie gemacht, die auch vorbereitend sein sollen für die zweite Episode. Zum einen sollen Sie noch mal überlegen vor dem Hintergrund dessen, was ich Ihnen jetzt hier kurz präsentiert habe, inwiefern es sich Ihres Erachtens um eine Aktualisierung der Geschichte handelt oder um eine reine Kommerzialisierung im Kinofilm. Als zweites können Sie noch mal überlegen, inwiefern die dargestellten und Umweltkonflikte psychologisch, soziologisch oder auch geschlechterspezifisch motiviert werden und welche Unterschiede sich da zwischen den einzelnen Repräsentationsformen erkennen lassen. Und drittens sollen Sie dann eben der Frage auch nachgehen, bevor Sie die zweite Episode sich anschauen, welche Funktion die Geschichte aus Perspektive der Kulturökologie, Nachhaltigkeitsbildung und Zukunftsforschung erfüllen kann. Vielen Dank.